Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Basketblog von mir. Als allererstes möchte ich mich mal bedanken. 10.000 Follower sind wir jetzt. Über 500 Videos hochgeladen, über 200 Basketblogs. In letzter Zeit gingen die YouTube Shorts komplett durch die Decke. Deshalb auch der krasse Followerzuwachs. Danke dafür. Ich werde weiter pushen. Und ich verlose natürlich ein Trikot und ein Fantreffen im Sommer, wie ich es versprochen habe. Dazu aber später mehr. Erstmal starten wir rein in das etwas glücklose Spiel jetzt am Wochenende. Yeah. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all, yeah. Heimspiel in Gießen, wir spielen gegen Bochum. Bochum hat zweimal nachverpflichtet, einmal den Jalen Bradley aus Quakenbrück, der dort schon sehr, sehr stark gespielt hat und dann noch den Crockett. Die haben einfach jetzt vier normalerweise richtig krasse Guards. Geske war in dem Spiel raus, aber trotzdem haben die einfach super krasse Guard-Power, sehr, sehr flinke Guards, die Midrange werfen können und einfach wirklich viel kreieren können. Das heißt, wir wussten, es wird ein schwieriges Spiel und wir müssen die ganzen Guards stoppen. Die haben aber sehr, sehr viele schwierige Würfe getroffen und irgendwie haben wir es doch nicht geschafft, die richtig zu stoppen. Vor allem der Garrison, der Bradley und auch der Crockett haben uns echt wehgetan. Ja, am Ende, wir haben das ganze Spiel geführt oder wir haben öfter mal geführt. Am Ende sind wir zwei hinten, dann fallen alle Dinger nicht rein. Mein Dreier aus der Ecke fällt nicht rein. Dann hatte ich nochmal einen Drive, der nicht reingefallen ist. Passt nochmal zu Brauner in die Corner, der den leider auch nicht reinwirft. Und so mussten wir dann danach faulen. Und dann werfen die zwei Freiwürfe rein und dann ist das Spiel auch schon gelaufen. Super, super bitter, wenn man selbst am Ende drei, vier Plays nicht macht und der Gegner macht die Plays und dann wird aus einem ausgeglichenen Spiel, wo wir sogar auch öfter mal geführt haben, einfach eine Niederlage. Tut weh, tut wirklich weh. Das ist jetzt unsere dritte Niederlage in Folge. Aber was sollen wir machen? Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir haben gekämpft, wir haben alles auf dem Feld gelassen, wir haben uns richtig reingeschmissen. Das können wir uns nicht vorwerfen und ja, ist einfach bitter. Aber zumindest habe ich persönlich zumindest richtig viel auf dem Feld gelassen, habe mich richtig reingeworfen und ja, dann guckt man am Ende auf unser Spiel und denkt einfach, boah, wie bitter ist es, aber was sollen wir machen? Weiter gucken, jetzt haben wir eine spielfreie Woche gehabt, viel weiter trainiert, wir haben ein Testspiel jetzt gestern gehabt in Frankfurt, das heißt, wir sind trotzdem weiter gut am Ackern, man kann halt leider nicht immer das Gewinnen zwingen. Nächstes Spiel oder nächste Woche, dann gibt es einen Doppelspieltag, da heißt, können wir das ganze Ruder wieder umdrehen, bestenfalls, und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja, sehr bitter. Dritte Niederlage jetzt in Folge. Wir hatten das schon mal in der Saison und ich bin mir sicher, dass wir auch da durchstehen werden und da stärker rauskommen werden und jetzt einfach wieder einen Push starten zum Ende der Saison hin, wo es dann zu den Playoffs geht. Unser Ziel ist natürlich immer noch Playoffs mit Sicherheit, Top 6 Spot am besten, damit wir nächstes Jahr BBL-Pokal spielen können. Das wäre natürlich super krass. Da arbeiten wir 100% noch dran und dann in Playoffs weiß man nie, was passiert, ne? Immer erstmal erste Playoff-Runde gewinnen und dann, ey, müssen wir nur noch eine gewinnen, auf einmal wären wir aufgestiegen. Das ist mein Mindset und das ist auch das, wofür wir auf jeden Fall hinarbeiten. Jetzt zum Gewinnspiel. Ich verlose ein handsigniertes Figge-Trikot, das habe ich gerade im Auto gelassen, aber das werde ich gleich jetzt nochmal ein bisschen abfilmen, das seht ihr jetzt nochmal. Und schicke es euch nach Hause und im Sommer könnt ihr natürlich noch ein Fantreffen gewinnen. Da werde ich entweder zu euch nach Hause auf irgendeinen Freiplatz fahren oder andersrum, werde euch ein Zugticket besorgen, dann kommt ihr nach Paderborn und wir verbringen mal einen halben Tag miteinander, schön trainieren gehen, danach essen gehen. Sozusagen wie ein Meet and Greet, nur mit ein bisschen extra Individualtraining, da freue ich mich drauf. Entweder nach Paderborn oder nach Gießen, werde ich mir noch überlegen, je nachdem, was auch besser für euch ist. Ich freue mich drauf und alles, was ihr dafür machen müsst, ist einen Kommentar zu schreiben und das Video natürlich zu liken. Schreibt mir einen Kommentar, schickt mir bestenfalls, dass ihr das Video irgendwie geliked habt, auch auf Instagram und dann erhöht ihr natürlich eure Chancen. Dann wird es ein dickes Raffle geben. Nächste Woche werde ich auslosen, wer dieses Video, wer das Fantreffen und das Trikot gewonnen hat. Viel Spaß dabei, haut's in die Kommentare. Wir können das bestenfalls auch vielleicht noch mit einem Freund von euch machen. Das heißt, ihr seid nicht so alleine, das ist natürlich auch ganz cool. Und ja, hoffentlich liefere ich weiterhin euch Mehrwert. Thema Basketball, Thema Profi werden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, lasst mich's wissen. Schreibt mir eine Instagram-Nachricht. Ich antworte da auf alle Nachrichten. Das ist immer noch mein Anspruch. Und auch wenn das super viele Nachrichten sind, jeden Tag bin ich so 10 Nachrichten am Beantworten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da einen riesen Mehrwert in die Welt setze. Und ich kriege auch jetzt schon ganz, ganz viele Antworten von Spielern, die vor 3 Jahren oder so was gefragt haben, dass ich denen geholfen habe. Und das, ja, bringt mir ein riesen Lächeln ins Gesicht und irgendwie macht mich das auch ein bisschen stolz, dass ich da euch so gut helfen kann. Und dementsprechend wird die YouTube-Journey und die Social-Media-Journey natürlich parallel zu meinem Basketball immer weitergehen. Ja, vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out, macht's gut, adios. Boah.